Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Michael. Vielen Dank für euer Interesse am Keypad Mapper. Mein Name ist Markus Semm. Ich bin verantwortlich für die Entwicklung der Software, allerdings nicht der Entwickler der Software. Warum Hausnummern und Adressen überhaupt mappen? Es gibt inhaltlich ein paar Gründe. Ein Grund ist, es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen dafür. Es gibt zum Beispiel das Reverse Geocoding oder andere Themen, die da eine Rolle spielen. Andere Themen, die wir heute besprechen wollen, ist, welche Datenmodelle gibt es eigentlich, um Hausnummern und Adressen überhaupt im OpenStreetMap abzulegen? Die Historie des Keypad Mappers, wir waren nicht von Anfang an die Entwickler. Features in der Software ganz kurz, dann ein bisschen was über die Backend-Unterstützung, die im Keypad Mapper heute schon und auch in künftigen Releases immer mehr eine Rolle spielt und die zum guten Teil auf Enicon OpenStreetMap-Diensten basiert. Und ein kurzes Wort noch zu OpenCell-ID. Und nicht zu vergessen natürlich die Weiterentwicklung der Software. Das ist ein lebendes Projekt, wo sehr viel Energie und Herzblut reingeht. Warum Hausnummern und Adressen? Es gibt Navigationsprogramme, es gibt Telematikanwendungen. Wir selber sind ein Hersteller von oder ein Anbieter von Telematiklösungen, wo es zum Beispiel darum geht, eine geklaute Baumaschine wieder zu finden. Und wenn dann das Ergebnis ist, die steht in der Frankfurter Straße in Berlin, dann ist es schon mal ganz gut. Aber die ist 5 Kilometer lang und um die Maschine dann wirklich zu finden, macht schon eine Menge Sinn, mehr zu haben als nur den Straßennamen. Das Geocoding und das Reverse Geocoding, also als entsprechende Anwendung. Ob Hausnummern wichtig sind in OpenStreetMap, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Steve Coast, der ursprünglich mal den Geistesblitz hatte, OSM ins Leben zu rufen, der sagt, ja klar, auf jeden Fall machen. Eine der letzten Aufgaben in OpenStreetMap, die unbedingt erschlagen werden muss, um mit den Großen mithalten zu können. Frederik Ramm, heute auch hier. Ist ein bisschen ambivalenter da, auf der einen Seite ja gerne, auf der anderen Seite wissen wir nicht so genau oder weiß er nicht so genau, wie wichtig das nun wirklich ist für OpenStreetMap. In Taiwan zum Beispiel gibt es eine sehr aktive Community, die sich sogar über einen Wettbewerb mit dem ganzen Thema Adressen und Hausnummern versucht hat, dieses Thema mehr in Bewegung zu kriegen. Datenmodelle gibt es hier zwei. Das eine sind die Relationen. Für die Informatiker unter Ihnen sicherlich die schlauere Lösung, weil es entstehen da keine redundanten Daten. Das heißt, es wird nichts mehrfach in die Datenbank eingetragen, was dann bedeutet, wenn man später was ändert, wird es womöglich nicht an allen Stellen geändert, sondern es steht eben alles nur einmal in der OpenStreetMap-Datenbank und damit ist eine Änderung dann auch überall wirksam. Schicker Nebeneffekt, die Datenbank bleibt kleiner als bei anderen Ansätzen. Aber wissen wir alle, Relationen sind nicht so fürchterlich geliebt bei den Mappern. Es werden nicht so wahnsinnig viele Relationen gemappt. Jedenfalls kann man mit ein paar Relationen, die man mal editiert hat, bei dem How did you contribute bei dem Pascal Nice auf der Plattform schon ganz weit oben im Ranking landen. Kann nur bedeuten, es wird nicht viel gemacht an Relationen. Und das Risiko ist eben, dass gerade Anfänger und Hausnummern ist sicherlich ein Anfängerthema auch, dass gerade Anfänger im OpenStreetMap natürlich leicht Relationen zerstören können, weil sie gar nicht wissen, was sie da vor sich haben. Die andere Variante ist das sogenannte Karlsruher Modell. Dort wurde eben darauf verzichtet, Relationen zu haben, sondern da wird an jeder Adresse, an jeder Hausnummer, an jedem Restaurant oder was auch immer, werden immer wieder die gleichen Informationen erfasst. Das ist immer das Land, das ist die Stadt, das ist die Postleitzahl, die Straße und eben die Hausnummer. Gegebenenfalls, ich komme aus Berlin, da gibt es dann noch Bezirke, eben die Bezirke zum Beispiel, die Suburbs. Die Keypad Mapper Entwickler haben sich entschieden, nach dem Karlsruher Modell zu arbeiten. Also die Also, Keypad Map arbeitet nach dem Karlsruher Modell, das heißt, wir haben uns für das einfachere, später weniger zerstörungsanfällige Datenmodell hier entschieden.
wie ist KeyPadMapper entstanden? Ursprünglich gab es da mal den Nick Rötz, der auch heute noch immer wieder gute Tipps für das Projekt gibt und da Gehirnschmalz mit reinbringt. Der sitzt in Südafrika und hat Ende 2010 schon die erste Version vom KeyPadMapper publiziert. Mitte 2011 gab es dann von Cobra, dessen richtigen Namen wir gar nicht kennen, eine zweite Version. Und im Februar 2013 haben wir dann die Version 3 publiziert, die dann auch das erste Mal auf Google Play zu finden war, also auf dem Android Store. Es handelt sich hier um eine Android-Software. Heute, speziell zur Vosges, wurde die Version 3.1 freigegeben, ab sofort im Market. Die von Ihnen, die den KeyPadMapper drauf haben, sollten inzwischen auch die Updates bekommen haben. Unsere Handys jedenfalls wurden alle informiert, dass der Update zur Verfügung steht und dementsprechend auch soweit automatisiert installiert. Plattform ist Android. Wir haben auch seit dieser Woche mehr als 1000 aktive User, knapp 2000 Downloads, aber 1000 aktive User, die also in der Tat diese Software auf ihrem Handy haben und benutzen. Downloadquellen, natürlich Google Play als die wichtigste Quelle, der Amazon Store als zweite Quelle und für die, die mit diesen Stores nichts am Hut haben, auch die Inicon Server als direkter Zugang. Die Details finden Sie auf der Wikipage. Die Wikipage gibt es aktuell in 4 Sprachen, Deutsch, Englisch, Italienisch und Niederländisch. Da sind weitere Sprachen in Vorbereitung. Auf der Wikipage auch eine Wunschliste. Dort sehen Sie auf der einen Seite, welche Features festgelegt wurden zur Implementierung in der aus heutiger Sicht nächsten Version 3.2. Und dort gibt es auch eine Wishlist für die Version danach, was an Features da implementiert werden soll, wo soll es hingehen mit dem KeyPadMapper. Ich kann Sie nur bitten, dort auch entsprechend mitzumachen und entsprechende Informationen bereitzustellen, wenn Sie da gute Ideen haben. So sieht die Software aus. Die gibt es im Querformat und im Hochformat. Hier sehen wir das Querformat. Das heißt, Sie haben im Wesentlichen einen hochgradig auf das Erfassen von Hausnummern spezialisierten Bildschirm. Auf der rechten Seite die Ziffern 1 bis 0, eine Rückgängig-Taste und eine Clear-Taste mit dem Mülleimer und auf der linken Seite noch ein paar Buchstaben, weil es natürlich bei Hausnummern auch sowas gibt wie 7a oder 5a bis c oder ähnliche Dinge. Es gibt dann auf der linken Seite jetzt hier den Menübar. Dieser Menübar enthält die wichtigsten Funktionen, die man so beim tatsächlichen Mappen unterwegs braucht. Und es gibt dann oben links in der Ecke das App-Icon, also die Möglichkeit, dann die ganzen anderen Menüfunktionen aufzurufen. 2, 3 Highlights. Jetzt in der aktuellen Version auf relativ häufigen Wunsch, Audio Notes. Das heißt, Sie brauchen nicht mehr Bilder machen, wenn Sie irgendwas festhalten wollen, was sich mit Text nur mühsam beschreiben lässt. Sondern Sie können das jetzt ins Handy sprechen. Das ist insofern angenehmer, weil das nicht so auffällig ist und in den aktuellen Datenschutzdiskussionen und so weiter weniger Nachbarn auf den Plan ruft, die, wenn Sie sich mal die Mailinglisten durchgucken, durchaus auch mal nervig werden können. Was machen Sie denn da? Und eine Antwort ist ja dann draußen, dass man sich so einen Umhang hinmacht, Vermessungen und andere Variante ist eben gar nicht auffallen. Wir denken eher an diese Variante und sehen halt, dass das Sprechen in ein Handy deutlich weniger auffällig ist als das Fotografieren. Insofern jetzt eben neu diese Sprachnotizfunktion, die Sie im Menübar ganz unten links sehen. Aber natürlich gibt es weiter die Möglichkeit, Bilder zu machen. Natürlich gibt es weiter die Möglichkeit, Texte einzutippen und natürlich die Hausnummern zu erfassen. Eine etwas speziellere Funktion an der Stelle vielleicht ist Einfrieren vom GPS. Das heißt, ich kann sagen, da wo ich jetzt gerade bin, da merke ich mir sozusagen für eine kurze Zeit jetzt die GPS-Koordinate, ich friere die ein, gehe dann irgendwo anders hin, lese dann die Hausnummer ab und wenn das dann möglich ist, die Hausnummer abzulesen, dann tippe ich die ein und speichere die ab, aber nicht dann mit der aktuellen GPS-Koordinate, sondern mit der, die ich vorher eingefroren habe und die eben der Wahrheit näher kommt. So sieht es dann im Hochformat aus. In der Mitte also nochmal der ganz normale, am häufigsten verwendete Bildschirm, wo eben die Hausnummern erfasst werden. Hier mal aufgemacht auf der linken Seite das Menü mit den ganzen Möglichkeiten. Das ist dann, Entschuldigung.
Das ist dann hier das Menü. Und zwei Hilfsbildschirme sozusagen. Auf der rechten Seite die Anzeige der GPS-Qualität. Dort vielleicht erwähnenswert, dass da eben auch die GLONASS-Satelliten separat mit ausgewiesen werden, so das Handy GLONASS unterstützt. Auf der linken Seite eine Philosophiefrage. Es gibt Mapper, die sagen, ich erfasse unterwegs nur die Hausnummer und alles andere mache ich dann später im JOSM. Es gibt andere Mapper, die sagen, na, ich mache das vor Ort so komplett wie möglich. Ich möchte also nicht nur die Hausnummer erfassen, sondern auch direkt den Straßennamen, die Postleitzahl und was da alles dazugehört. Die können das tun auf der linken Seite und diese Einträge auf der linken Seite merkt sich das Programm dann so lange, wie die eben dort nicht geändert werden und fügt diese Informationen zu jeder neu erfassten Hausnummer hinzu. Das heißt, in dem Fall sind dann eben die Datensätze, die in JOSM eingeladen werden, schon komplett. Aktuell gibt es die Software in 9 unterschiedlichen Sprachen. Auch dort ist Zuwachs in Sicht. Es wird nicht nur das metrische, sondern auch das angelsächsische Maßsystem unterstützt. Das heißt, wir können auch Füße und nicht nur Meter. Das Übertragen der Daten auf den PC ist durch eine einfache Funktion geregelt. Sie drücken auf den Knopf und es wird eine E-Mail generiert, wo die ganzen erfassten Daten, also die OSM-Datei, die GPX-Datei, die Bilder und die WAVE-Dateien einfach im Anhang sind und so können Sie dann auf einen E-Mail-Account auf Ihren PC übertragen. Müssen also nicht lange irgendwelche Kabel anstrupseln, können das insbesondere auch schon von unterwegs machen. Und die Sachen sind dann auf dem PC, bis es wirklich dran geht, die Daten dann ins OSM einzuspielen. Es gibt eine Funktion, Entwickler über Programmfehler zu informieren. Das ist so gemacht, dass eben Abstürze der Software aufgefangen werden und dann entsprechend Informationen an die Entwickler geht. Das heißt, die sehen erstens, dass es solche Abstürze gibt und zum anderen ist da eben Informationen beigefügt, die ihnen hilft, die Fehler zu finden. Neu jetzt in der Version 3.1 die Kompass-Auswertung. Das heißt, wenn man langsam geht, gibt es im GPS das Problem, dass unter Umständen das GPS nicht genau weiß, in welche Richtung man geht. Also die Richtungsinformation aus dem GPS wird dann zweifelhaft und spätestens, wenn man stehen bleibt, ist sie dann oft auch ungültig. Mit der Auswertung der Kompassrichtung, also magnetisch Nord, ist es dann sicherer und auf der Straße in der Regel auch kein Problem, weil da störende Magnetfelder typischerweise keine große Rolle spielen, anders im Auto oder so, wo natürlich eine erhebliche Missweisung durch technische Geräte in den Fahrzeugen zum Beispiel passieren können. Man kann den Abstand der Adressnodes zu der eigentlichen Position links und rechts in der Bewegung festlegen. Das heißt, wenn ich einen Bürgersteig hochgehe und Hausnummern erfassen will, auf der linken oder auf der rechten Seite, kann ich sagen, wie weit diese Häuser ungefähr weg sind, sodass dann später in JOSM die Nodes schon ungefähr dort sitzen, wo sie später hin sollen. Klar ist aber auch, dass GPS nicht so genau ist, dass man sich darauf 100% verlassen kann. Das heißt, man muss sich später im JOSM schon noch ein bisschen besser positionieren oft. Es gibt eine Möglichkeit, das Abschalten des Bildschirms zu verhindern. Es gibt einen GPS-Stromsparmodus. Man kann einstellen, in welchem Verzeichnis für JOSM später die WAV-Dateien abgelegt werden sollen, weil JOSM da ein bisschen empfindlich ist. Wenn die WAV-Dateien nicht dort sind, wo man das in JOSM angegeben hat, dann findet er die nicht und stellt die dann zum Abhören nicht ortsrichtig zur Verfügung. Und es gibt dann nur über das Einstellungsmenü erreichbar, ganz bewusst auch die Möglichkeit, eben die gesammelten Daten zu löschen, sobald die dann ins OpenStreetMap eben reingeladen wurden. Aktuell verwendet diese Software 2 Backend-Dienste von NICON. Das eine ist sind unsere Nominatim-Server. Wir betreiben Stand heute 3 Nominatim-Server, die im Wesentlichen fürs Reverse-Geocoding verwendet werden. Die Software zeigt regelmäßig an, an welcher Straße und an welcher Postleitzahl man sich gerade befindet. Das hilft dem Mapper zu sehen, ob die Daten, die schon in OpenStreetMap sind, richtig sind oder nicht, oder ob es sich eben jedenfalls lohnt, Straße und Postleitzahl zusätzlich zu erfassen, dass der Ort oder gar das Land falsch ist. Das dürfte eher selten sein. Deshalb haben wir auf diese Anzeige hier auch aus Platzgründen verzichtet. Die App berechnet alle 10 Sekunden die Position oder die Adresse der aktuellen GPS-Position neu. Das heißt, da gibt es Datenverkehr. Man sollte also diese Funktion nur aktivieren, wenn
man einen vernünftigen Datentarif bei seinem Mobilfunknetzbetreiber hat. Ansonsten lässt sich diese Funktion oder überhaupt die ganze Internetkommunikation auch auf WLAN begrenzen, sodass da keine Überraschungen bei den Gebührenrechnungen passieren. Der zweite Backend-Dienst, der heute schon im Keypad Mapper verwendet wird, ist der Resource Editor. Der Resource Editor ist bei uns eine Online-Datenbank, die stand heute deutlich mehr als 100.000, inzwischen fast 200.000 Textressourcen unserer diversen Softwarepakete verwaltet. Bis zu 18 Sprachen sind dort stand heute für Softwarepakete hinterlegt. Und dazu hin mehr als 10.000 Grafikressourcen, also irgendwelche Icons, irgendwelche Buttons oder was auch immer da halt in den unterschiedlichen Handy- und PC-Applikationen vorkommt. Bedeutet, wir brauchen kein Update der Software durchzuführen, um so eine Textressource oder eine Grafikressource zu ändern, sondern die wird einfach beim nächsten Start der Software erkannt, geladen vom Server und dann verwendet. Wenn wir also Tippfehler haben in Ressourcen, bleiben die nicht bis zum nächsten Update drin, sondern wir ändern das und beim nächsten Start ist es dann für alle Benutzer verschwunden. Andere Backend-Dienste, die in dieser Version noch nicht drin sind, die aber sicherlich in absehbarer Zeit hier Verwendung finden werden, ist einmal das T-Rex, also die Darstellung einer Landkarte im Keypad-Mapper, die Routing-Möglichkeiten aus dem OSRM und ganz wichtig für uns und für diese Anwendung, eine Anwendung, die derzeit entwickelt wird auf der Basis von MapsForge, wo es um Offline-Vektordaten auf Handys geht. In der Applikation ist eine Bibliothek mit integriert, die sammelt GPS-Positionen von Mobilfunk-Basisstationen. Ich bin seit einigen Monaten der Maintainer dieses Projekts. Das heißt, wir haben die Rechte erworben an den Domains, OpenCellID.org und OpenCellID.net. Das ist eine Datenbank, die sehr ähnlich funktioniert wie OpenStreetMap, die im Gegensatz zu OpenStreetMap allerdings Dinge mappt, die man nicht sieht, die man typischerweise eben nicht mappen kann, ohne mit einem technisch anderen Ansatz da dran zu gehen, eben GPS-Positionen von Mobilfunk-Basisstationen. Es gibt im OpenStreetMap nur ein paar hundert Einträge mit solchen Informationen. Das zeigt auch, dass die Mapper mit den üblichen Tools, die da heute zur Verfügung stehen, nicht rankommen, sondern dass es eben anders gehen muss. Diese Datenbank enthält heute etwa 400 Millionen Messungen, die ungefähr 2,7 Millionen unique Mobilfunkbasisstationen weltweit bedeuten und die verwendet werden können, zum Beispiel um eine Ortung durchzuführen, dann, wenn kein GPS zur Verfügung steht, also zum Beispiel in Gebäuden. Ich habe es hier mir für Rapperswil jetzt nicht angeguckt. Ich komme aus Berlin, unser Büro ist in der Mitte von Berlin. In meinem Büro kann man mehr als 60 Mobilfunkbasisstationen gleichzeitig empfangen. Man kann also sehr gut dort über eine Triangulation ausrechnen, wo man ist. Und da kommen zumindest in der Stadt Daten raus, die nicht schlechter sind als GPS-Daten. Warum hat es sich angeboten, diese OpenCellID-Funktionalität im Keypad-Mapper mit einzubauen? Es ist so, dass heute an den Autobahnen entlang und an den großen Straßen entlang jede Menge Daten von OpenCellID da sind. Das ist nicht der Fall in den Nebenstraßen. Hausnummern mappen bedeutet aber in der Regel eben die Nebenstraßen rauf und runter zu pilgern. Und deshalb ist der Keypad-Mapper eine super wertvolle Datenquelle, um eben GPS-Positionen von Mobilfunkbasisstationen zu sammeln. Auch diese Datenbank übrigens Open Source und für Sie genauso zugreifbar wie eine OpenStreetMap-Datenbank. Was ist geplant für die nächste Version? Release-Datum ist, so Gott will und alles gut geht, Weihnachten 2013. Die wesentlichen Features, die wir ins Auge gefasst haben für diese Version, sind konfigurierbare Buttons im Keypad-Screen. Das heißt, die Möglichkeit, nicht mehr nur die Hausnummern und die Adressen erfassen zu können, sondern zusätzliche Informationen wie JRS oder Entrance Main oder solche Geschichten. Konfigurierbare Menübars. Es werden immer mehr Optionen, die verfügbar sind. Nicht jeder Mapper hat die gleichen Präferenzen und wir werden bis dorthin die Möglichkeit
schaffen, denn die eine von Enercon entwickelte Bibliothek, die nennt sich Menübar-Bibliothek, eben hier mit einzubinden, sodass man nicht nur einen, sondern gegebenenfalls sogar zwei Menübars haben kann. Man kann die auf Tabletts links und rechts haben oder halt auf dem Handy oben und unten. Und man kann vor allem festlegen, in welcher Reihenfolge dann diese Icons dargestellt werden, welche Icons überhaupt dargestellt werden. Man kann im Menübar scrollen und so weiter. GeoChat werden wir einbauen, also die Möglichkeit aus dem JOSM raus oder aus anderen PC-Applikationen mit Mappern, die gerade vor Ort sind, zu kommunizieren. Kannst mal noch schnell da links rumgehen und gucken, ob da wirklich das oder jenes ist oder halt nicht. Wir versuchen uns, das ist kein Versprechen, aber eine gute Chance, eine Liste fehlender Hausnummern zu generieren, und es wird ein paar UI-Verbesserungen geben. In der Version 3.3 dann Gamification. Wir tragen sehr das Konzept mit, was hier bei Quart vorgestellt werde, sind genau auf dem gleichen Weg und möchten gerne, dass eben der Longtail der OpenStreetMapper, also die ganz vielen, die nicht so wahnsinnig viel beitragen, angesprochen werden. Ich bin überhaupt nicht der Meinung eines Redners von gestern, der gesagt hat, wir müssen uns unbedingt auf die Hardcore-Mapper konzentrieren, die, wo eben dann 70.000 Mapper, also ungefähr 5% der Community, 95% der Daten beitragen. Ja klar sind die wichtig und natürlich haben die Datenbank geschaffen, aber wir haben dann Henne-und-Ei-Problem. Und wir versuchen, dieses Henne-und-Ei-Problem in den Griff zu kriegen, dadurch, dass wir eben Dinge einfach machen, genauso wie es Quart auch macht, und damit eben den Longtail, also die Gelegenheitsmapper, ansprechen, die einfach so viele sind, dass man die meiner Meinung nach nicht ignorieren sollte. So, wie geht's dann? Man liest sich unsere Wiki-Seite durch und findet dort eine genaue Vorgehensweise, wie man sowas am besten angeht, wie so eine Planung von so einer Mapping-Tour aussieht. Die gibt es ja auch in Deutsch. Man sucht sich dann irgendwo eine Gegend aus, in dem Fall meinetwegen mit der Overpass-API-Abfrage, die schon fertig vorhanden ist. Wo gibt es Hausnummern und wo gibt es noch keine? In dem Fall sind die blauen Kringel dann die Hausnummern. Diese Abfrage ist unter der URL fertig so zu haben. Ja, und dann geht's los und man pilgert eben die Straßen rauf und runter und erfasst die Hausnummern. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Möglichkeit für ein paar wenige kurze Fragen hätten wir noch. Jetzt ist schon die erste Hand. Ja, mehrere Fragen. Zum einen, also mir wird momentan in der Anwendung selbst zu wenig angezeigt, wo man denn jetzt wirklich ist. Also gerade in der Stadt, also konkret München habe ich es noch nicht ausprobiert, habe so einen Weg von einem Kilometer, den ich da laufen muss und wo ich halt 4, 5, 6 verschiedene Varianten habe, wo keine Hausnummern da sind. Und bin ich halt so durchgelaufen, aber der GPS-Pfad, der da halt dann landet ist, der ist in den Gebäuden, hat sogar Us gemacht und so weiter. Ist da geplant, dass man da irgendwie das direkte anzeigt, wo man jetzt gerade rumläuft? Ja, also in der übernächsten Version ist ja die volle Landkartenunterstützung gedacht. Wir haben da im Grunde zwei Dinge. Das eine ist eine bessere Orientierung des Mappers. Ich selber mache das heute auch mit einer anderen Software, um zu sehen, wo war ich schon, habe ich noch eine Straße vergessen. Und das andere ist auch, dass es ja durchaus auch den Ansatz gibt bei dem OSM-AND zum Beispiel, dass man eben die Landkarte unter die Hausnummer schiebt und dann sagt, da ist es wirklich, erspart dann später das Nacharbeiten in JOSM. Und wir werden auf jeden Fall in die Richtung gehen, auch diesen Mechanismus zu unterstützen, allerdings eben dann erst Anfang nächstes Jahr. Dann nächste Frage, habt ihr in der aktuellen Version den neuen Fuse Location Manager schon eingebaut von Android? Nein, weiß ich auch nicht, was das ist. Ja, dann nimmst du den Beschleunigungssensor mit und funktioniert einfach viel besser von der Position her. Also kann ich nur empfehlen. Okay. Ja. Eine weitere Frage, nimm noch mit. Ja, hallo. Wann ist die Portierung nach iOS geplant? Gar nicht, wir unterstützen iOS nicht. Ich bin der Meinung, dass das Geschäftsgebaren von Apple und die Idee von OpenStreetMap diametral auseinanderliegen und es überhaupt keinen Weg dahin gibt, da irgendeine Gemeinsamkeit zu entdecken. Okay.
Vielen Dank. Und ich kann nur noch mal aufrufen, es wird in der talk.de zum Beispiel, in der deutschsprachigen Mailingliste, regelmäßig dazu aufgerufen, auch ja, Wünsche und Anforderungen einzubringen, was in den nächsten Releases verändert werden soll oder eingebaut werden soll. Und ich kann jeden nur aufrufen, sich dazu beteiligen.